Han kann uns Zeug holen? Wie jetzt? Kann unser Handlanger werden? Mhm. Okay. Alle. Grundsätzlich alles. Das sind Sachen zu kombinieren übrigens alles. Hast du ihm jetzt gesagt alles oder? Nein. Such dir mal was aus. Okay, hi Han. Ja, ja, kein Problem, gerne. Er kann dann einen Handjob machen. Er ist 7! Damn it! Ist ein toller Läufer. Ich könnte schon so ein, zwei Dinge gebrauchen. Okay, mit den Schulterzogen, vielleicht brauchst du überhaupt nichts. Pergament, Kralle, Hauer, Geweih. Geweih war es für die Schriftrolle, die wir brauchen würden dann. Haare, Federn, Sehnen, Schädel, Blaubitze, Glibberbitze, Röhrling. Der kann uns, glaube ich, alles holen, was wir schon mal irgendwo gefunden haben. Peinigte Seele. Oh, er kann uns eine gepeinigte Seele holen. Hau! Schattenessenz, was ist denn Erdessenz? Macht Sinn. Sternstaub. Nochmal ganz cool für dich, du hast auch noch irgendwo gebraucht. Hochwertige Luft ist. Hochwertige Essenzen. Hochwertige gepeinigte Seele. Ja, gönn uns. Okay, wo holt ihr die jetzt her? Ich bin äußerst interessiert, wo er jetzt hingeht. Aha, du willst mir doch nicht sagen, wo du die gepeinigte Seele herholst. Er ist jetzt einfach wieder dahin und hat sie? Nee, okay. Sucht er auch dem Schiff? Ich glaube schon. Aha, du wirst keine hochwertige gepeinigte Seele hier finden. Trust me, ich nehme kurz die Scholle mit. Ich habe da etwas Essen vergessen beim letzten Mal. Okay, und er läuft einfach nur auf dem Schiff umher, oder? Ja, er läuft einfach nur hin und her. Okay. Hatte der Kopf irgendwas gesagt? Du hast mit ihm geredet? Nicht wirklich, also bloß. Bloß wie, halt über ihr Leben davor. Ein irgendwas Interessantes dabei? Außer ihr Leben davor? Nicht wirklich. Okay, gut. So, na dann noch mit Garnet reden, dann haben wir hier erstmal auch alle wichtigen, glaube ich, ab. Gut, das machst du schon. Dann geh ich schon mal in die Küste, ne? Geh mal weiter gucken. Oh, warte, der hat noch hier noch zu kombinieren. Was ist das obere bei ihm? Warte. Oh, warte, Kriegsführung 3, das wäre auch nice. Genau, das ist Geomant. Der hat Geomant und Kriegsführung. Wait, ich komm mal ganz kurz damit hin. Lass mich erstmal gucken, was ich brauche. Blumige Blume beschwören. Geomant 3, okay. Was ist sie? Sie ist hungrig! 2 Gedächtnisplätze, okay. Die Pflanze kann Säurespuren verschießen. Sporen, die kann ich explodieren lassen. Und wir verfluchte Giftwolken ausstoßen. Geomant. Ja, ich kann, glaube ich, dann auch deine Sporen explodieren lassen. Ignorieren wir erstmal, das kostet 1700. Ja, ich habe schon noch random Trash, den ich hier geben kann. Okay. Erstmal, da du sowieso der Händler bist, könnte ich dir auch mal mein Geld geben, wollte ich gerade sagen. Sortieren nach Wert, weil ich habe nochmal 1400 tatsächlich. Oh, gut. Würde dann auch ganz gerne nochmal mit reingucken. Ich kann dir Rachefürstin geben. Stimmt, ich kann Sachen jetzt direkt auf Rachefürstin lagern hier. Also das ist jetzt eine Option. Wir haben tatsächlich jetzt einfach ein Lager hier. Ah, okay. Gut. Das ist natürlich gut. Wollen wir das Gefäß mit Hirnmaden irgendwann verkaufen oder behalten wir das einfach? Weil wir mal immer irgendwann ein paar Hirnmaden in der Tasche gebrauchen könnten. Einfach an die Drachefürstin geben. Rachefürstin, ja, okay. Stärke plus 1, das Ding ist dann dementsprechend, wenn dann für Fane gut, aber ich glaube, da behalte ich die Maske. Das heißt, für den Schutzflug. Das haben die anderen mal eingesetzt auf Kriegsführung. Was macht das? Springt durch die Luft. Du springst hoch und erzeugst eine Feuerfläche beim Aufkommen. Ah, okay, auch witzig. Das wäre nice, dann muss Fane nicht mehr so viel laufen, was er eh nicht kann. 1100 kosten aber. Ja, konnte ich aber alles davon sehr gerne, just saying. Hier dir mal ein paar Sachen, die du noch verkaufen kannst, okay? Das leuchtende Amulett brauchen wir wahrscheinlich noch. Das ist doch relativ gut. Bogen aus Bärenrückgrat. Der ist schlechter als Exekutor. Deswegen kannst du den auch gerne haben. Der Brecher war auch nicht so stark. Ich habe jetzt einfach nur hier drüber und klicke einfach automatisch links. Guck mal, gerade der Kupferring, der war auch schon Ewigkeiten weg. Jetzt kommt schon die Sache mit weniger Wert. Knochen muss ich noch behalten. Plattenhandschuhe sind auch ihr Geld mehr wert, wenn ich sie benutze. So, das sind wieder Tyrannensachen. Die kommen nicht weg. Hallorns Klinge ist ein Dolch. Sollte ich behalten, weil wenn ich 2 Dolche habe, kann ich wieder angreifen. Magisterschwert ist ein random Magisterschwert, das kannst du verkaufen. So. Scharfe Erinnerung, damit habe ich meine 2 Deutsche, Rest kann also weg. Polarstern, Verstand plus 1, Kriegsführung plus 1.
Kriegsmann plus 1 ist eigentlich sinnvoll für Fane tatsächlich noch. Wenn wir beim Ausrüsten sind, Giftresistenz ist sinnvoll, ihnen Giftresistenz auch sinnvoll. Dann ist das, glaube ich, so sogar besser, wenn wir es verkaufen. Brauche ich nicht unbedingt. Dann ist das Heilen, glaube ich, sinnvoller. Bitteschön. Gerade wenn wir gerade Geld brauchen. Das voll Finesse erhöht Stärke, das könnte hier sinnvoll sein. Aber da habe ich Finesse und Jägersmann, was sowieso viel geiler ist. Okay, dann warte, von wem ist das? Irgendwas Besonderes hier? Schutzrüstung. Ne, das kann da mit drin. Was kannst du verkaufen? Random Töter! Das wäre dann wieder für Fane, aber Fane hat. Lebensabsaugung. Es sind 200 Dachs. Okay, 200 Dachs ist kacke. Das geht zu dir. Blutrose behalten wir mal noch, bis wir sie irgendwann mal brauchen. Achso, aber die hungrige Blume, die braucht jetzt wieder eine Seelenmagie. Quellenmagie. Quellenmagie, ja. Okay. Ja, nevertheless, da ist ziemlich viel Kriegsführungszeug mit dabei. Das wäre eigentlich ganz geil zu haben. Mhm. Finesse plus 1, erfordert Finesse. Es ist ein Speer, es ist eine Zweihandwaffe damit. Deswegen auch auf sie mit Gebrüll. Es ist ein Zweihandangriff. Kann also weg. Meine jetzige Armbrust war stärker als die hier. Viel besser, also kann auch die magische Elfenarmbrust verkauft werden. Stärke Gauner behalte ich mal noch, jetzt wo wir wissen, dass es Crit Damage macht. Dann könnte Zuflucht auch cool werden, aber Zuflucht ist trotzdem schwächer als das, was ich momentan habe. Mit Finesse, Jäger, mit Pyrokinet und Fork. Das kann das also mit verkauft werden. Warte mal, heißt das irgendwie besonders? Zuflucht, ja, dann kann es weg. Hier ist nochmal eine random Elfenarmbrust, dann wird die auch schlechter sein. Da kommen die ganzen Bücher. Das ist ein Helm. Ja. Kannst du auch selbst behalten. Also. Oh, zwei Gauner halt. Nicht schlecht. Ja, stimmt. Deswegen. Okay, kommt hier dran, Helm. Magischer Eisenschild. Erfolgskonstitution 11. Okay. Aber schwächer als mein jetziges. Das heißt, auch das kannst du verkaufen. Och, ich werde endlich wieder Platz im Inventar haben. Das kannst du verkaufen. Das ist ein Verzauberungsfall, der bleibt auf jeden Fall. Hier ist noch plus 1, aber ich habe ja immer noch die richtig geile Mütze, ne? Ja, genau. Adlerauge. So. Das soll doch erstmal reichen, oder? Also, du musst schon wieder rausgehen. Hast du gerade noch irgendwas, was mir Geomant geben könnte? Fane hat irgendwas, damit er selber Geomant einsetzen kann, glaube ich. Da würde ich nämlich die Zuflucht behalten und dann einfach einmal Geomant skillen nächstes Mal. Und dann meine Kappe hat nämlich nichts anderes für mich außer den Geomanten. Also, du hättest dann. Okay, gut. Naja, gut, aber nevertheless, den Rest sollst du ja. Mal Gauner, weil ja, okay. In der Zeit gehe ich mal ganz kurz gucken. Also, Kontaminierung ist gar nicht mal so wichtig. Das hier ist mit Geomant. Hast du nicht vorhin gesagt Beschwörung? Was? Wow. Das ganz oben beschwört etwas. Das da. Oder, na gut, aber das ist. Ja, dann habe ich Geomant gerade mit Polymorph verwechselt. Nee, aber hier, das hier wäre sinnvoll für Fane irgendwann. Mhm. Weil Kriegsführung 2 ist halt besser als was er momentan hat. Gut, Sturmbock hat er. Blitzangriff. Springt von Ziel zu Ziel bis zu zwei Ziele und verursacht jeweils 18 Schaden. Die Ziele werden in einem Radius von 10 Meter zufällig ausgewählt. Das steht halt daneben. Das ist, glaube ich, nicht ganz so geil. Springender Schild, den hat er schon. Verkrüppelnder Schlag, den haben wir auch schon gegeben. Ablenkende Barriere. Geschosse, die dich treffen, werden zum Ursprung zurückgeschickt. Dies hebt die Wirkung des Geschosses allerdings nicht auf. Bietet 82 physische Rüstung. Ja, das hätte ich gerne. Ablenkende Barriere. Raserei, Schlachtfeldstampfer. Da Phönixsturzflug wäre auch ganz geil. Provozieren haben wir schon. Hitze des Gefechts. Erzielt 10% mehr Schaden für jeden Charakter oder jedes Totem in der Nähe. Inklusive dir selbst. Je mehr, desto besser. Das wäre, glaube ich, auch cool. Das ist wieder eine Quellenmagie. Und Wirbelwind. Ja, ich geb die, ich kann die Mütze auch einfach ihr geben. Da hat sie halt auch ein bisschen Gaumen, was jetzt nicht so stark ist auf ihr, aber. Gut. Ja, ansonsten, ich würde fast jedes Kriegsführungsding da drin gern haben wollen. Gut, dann würde ich jetzt erstmal ans Land gehen. Mal gucken, was passiert.
So, erstmal kannst du dir noch aussuchen, was genau du jetzt haben willst. Fast alles, wie gerade gesagt. Du kannst auch einfach links auf Handeln klicken. Ja, ich muss erstmal sehen, wie das aussieht. Okay. Ja, aber ich kann mir nicht alles leisten. Ich habe 3200 Gold. Okay, dann mach erstmal das, was du brauchst. Dann merke ich mir nochmal an, was ich haben möchte. Warte mal, wie viel ist das Ölfass wert? Warte mal. wir verkaufen jetzt dem Typen einfach das, was ihm sowieso schon gehört, okay? Ölfässer haben einen Wert von 0. Dammit, sie haben daran gedacht, kacke. Dann halt nicht. Kann ich nicht meine Fässer, die ins Inventar schmeißen? Ich habe 3500 Gold etwa. Ja, okay. Das heißt, Hitze des Gefechts würde halt 1700 kosten. Das muss nicht unbedingt sein. Das ist cool, muss aber nicht. Finde ich schon gut. Wäre eine Option, nimm das erstmal mit rein. Danach, den habe ich schon. Weiter, Schafffelddampfer. Wirbelwind wäre cool, muss aber nicht sein. Weiter, da, die Barriere auf jeden Fall. Und nochmal jetzt weiter der Blitzangriff, wenn es geht. Okay, warte mal, dann geh nochmal ganz kurz durch bei den ganzen Kriegsdingern. Neben bei dem, was noch eine Option ist. Also Sturmbock nicht, Springerschild nicht, verkrümmter Schlag nicht, Raserei nicht. Provozieren nicht. Geht Wirbelwind nur auf Feinde? Fügt ein. Und trifft die Feinde in deiner Nähe. Dann. Nimm mal Wirbelwind auch mit rein, das sind 500, das können wir uns leisten. Und jetzt mit dem ganzen Schrott, den ich dir gegeben habe. Das ist der Schrott, das sind 270. Hab ich dir nicht viel mehr gegeben? Ja, das ist alles schon verkauft, deswegen habe ich jetzt 3200. Achso, na dann theoretisch, wenn das ganze Geld benutzt wird, ist es doch reichen. Es fehlen 200. Warte, die 200 kriege ich auch noch zusammen. Also, dafür habe ich noch genügend Schrott. Guck mal, hier ist nochmal ein Speer. Speer ist Brachus Rex. Brauchen wir nicht mehr. Das sind halt genau 200. Ich will halt noch so eine Erde finanzieren. Gefäß mit Hörmaden. Ja, dann gibt's Gefäß mit Hörmaden mit dazu. Ich habe noch ein zweites davon. Mhm. Und dann, gib mir mal meine neuen Fähigkeiten. Vergiftete Fischpastete. Schlimmer geht's nimmer. Okay, alles noch im Oderstoß, deswegen. Okay, dankeschön. Dann, dann gönnen wir uns das mal alles. Also, bitte einmal lernen. Sturzflug, lernen. Hast du denn nichts gelernt, mein Freund? Gut, dann, was kann bei ihm jetzt noch mit raus? Also, Raserei war geil, damit ich instant critten kann. Verstärken ist geil, damit ich dich unterstützen kann. Verkrüppelnder Schlag wäre noch geil, damit der Gegner in meiner Nähe bleibt. Das hier ist umschmelzen, ist auch wichtig. Provozieren brauche ich auf jeden Fall. Mhm. Kontaminierung halte sich auch nochmal selber mit, das ist witzig. Hier, damit du angreifen kann. Warte mal, gehen wir mal, machen wir es wie bisher immer. Ich hau erstmal alles raus und schau dann von der anderen Seite, was mit reinkommt. Alles, was Rüstung mitgibt, muss mit rein zum Beispiel. Kontaminierung, wie gesagt, zum selber heilen. Er muss noch umwerfen können, das wäre zumindest cool. Aber sich bewegen können ist auch geil. Das heißt, er nimmt den Füllungssturzflug mit rein, gerade mit Kontaminierung auch wieder eine tolle Kombi. Und Sturmbock ist halt scheiße schwach. Dafür kann ich mich damit halt, oder konnte ich mich damit bewegen. Aber das Schlachtfeldstampfer ist wesentlich. Naja, okay, es ist ungefähr genauso stark. Hier ist erstmal noch irgendwas, was Damage macht. Und das Krümmender Schlag ist auch vergleichsweise schwach. Auch nur dafür, dass er nicht weglaufen kann. Wie gesagt, Raserei ist für mich noch wichtig. Es gibt Occams Rasiermesser hier drin. Das haben wir verkauft, ja. Von Occams Rasiermesser. Das, was war das nochmal? Das ist, wenn du wenn es zwei Theorien gibt, die beide die Realität ähnlich gut beschreiben, sollst du die nehmen, die dir geringere Annahme, geringere Anzahl von Annahmen benötigt. Okay, dann haben wir hier ein Rasiermesser, was wirklich einfach nur ein Rasiermesser ist. Schön, nehme ich an. Okay, und den Rest kann ich dann halt mit mehr Verstand reinballern. Okay, dann habe ich die erstmal. Schön, dann ist auch Fane ausgerüstet mit hoffentlich sinnvollen Sachen. Nicht viel Damage dealend, aber zumindest Supporting. Und dann gehe ich jetzt an Land. Okay.
Dann gehen wir nicht. Okay. Also findest du bei ihm noch einen Mantel des Piraten-Captains, den wir noch irgendwann mal weggeworfen hatten. So, warte. Jetzt mal fängt sich ein bisschen Gift. Hey ho, weiter geht's. So, erstmal den Loot nicht übersehen. Was haben wir hier? Ein leeres Fass. Das geht ja schon mal gut los. Dieser Fisch. Zwei Stück davon. Das ist auch schön. Warum ist hier alles... Das ist die Küste des Schnitters. Es ist zu erwarten, dass hier sehr, sehr viel Totenverderben mit dabei ist. Wer ist er da? Ach, Tarkin kommt mit von mir aus. Oh, und den Wegpunkt. Das ist wieder so eine Göttin, ne? Die man doof angucken kann. Und mit ihr reden. Ja, also sie sagt, sie hat immer irgendwas, wie es aussieht und so. Warte mal, Kaninchenbau. Ich habe Karotten gefunden. Nein. Und weil du so viel verkauft hast, kann ich jetzt auch wieder Zeug mitnehmen. Random Shit in mein Inventar. Ganz, ganz viele Fische. Vergiftete Fische. Ja. Ich nehme sie mal mit, vielleicht können wir sie irgendwann jemandem servieren. Die schönen Fische. Yay! Vergifteter Fisch, noch mehr davon. Schön, wie die alle anders aussehen, auch wenn sie genau dasselbe sind. Guck mal, einen normalen Kaulbarsch, der sich vergiftet. Riecht furchtbar. Oh, nee, danke. Hat aber immerhin die Geschmacksnote dem Hungertod von der Schöppe gesprungen. Nice. Leeren verseuchter gelber Zackenflossen. Fisch über, gibt's übrigens auch noch. Okay. Neue leeren verseuchte Fischspezies, jüngst an der Küste des Schnitters entdeckt. Wachsam und wendig, entsprechend schwierig zu fangen. Man irgendwann angeln kann? Warte mal. Um eine Angel zu bekommen. Hier ist ein Hai, mit dem du reden kannst. Warte, warte, warte. Ja, ist das Ding witzig. Aber, wenn wir gerade bei Haien sind. Sinnvoll für Kombination einer Angel wäre es doch wahrscheinlich, doch, wenn wir. Genau, einen. Da muss auch passen, dass kein Bogen raus wird. Langer Zweig. Danach. Ah, Seil ist doof. Wir brauchen wahrscheinlich eine Sehne, würde ich dann. Ach, guck mal, wir haben da eine Sehne. Du kommst rein. Die Sehne, das wäre wahrscheinlich ein Bogen, aber wenn ich jetzt noch einen Haken oder sowas hätte. Ich bin sehr enttäuscht. Was? Die Blitze, die ich hier in den Teich gefeuert habe, haben keine Fische nach oben getrieben. Sehr schade. Ich habe doch mal Riesennägel aufgenommen. Wo sind die hin? Hab ich die irgendwo abgelegt, wo ich sie nicht brauchen könnte? Shit. Ist irgendwie Metall im Inventar oder so? Nee, ist ein scharfes Eisenstück. Das könnte fast als Haken funktionieren. Na, dammit! Ja, okay, dann. Hab ich einen Wurm als Köder? Auch nicht danach aus. Schade. Wo ist der Hai? Na, hier nach Westen. Am Strand dann. Ping einfach mal. In die Richtung. Da hinten, ah, okay, gut. Ah, leere Kiste. Immer wenn ich 2 Sekunden warte, ist alles weg. Was? Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Das war schon so. Ja, oh, der ist angespült. Aha. Okay, da hast du ihn gesehen. Ich hab das also random ins Wasser geschaut. Oh, ein Brustpanzer. Was? Hier in dem Eimer. 53 Rüstungen. Du wolltest was aus dem Geomant gibt, aber das gibt leider nur mit Stärke Geomant. Ah. Oh, ist wesentlich besser als deins. Wieso hat Fane, mein Tank, eine beschissene Rüstung? Gönn dir! So. Aber damit braucht der da jetzt kein Geomant mehr. Ja. Das heißt, du wirst das andere Geomanting haben? Mhm. Das sind die Schuhe von ihm, ne? Genau. Das waren die Stiefel der Kontaminierung. Gönn dir. Da brauche ich neue Stiefel! Ich glaube, wir haben sie nicht verkauft. Oder stoßest du irgendwie? Tyrannen ist doof. Nach zuletzt aufgehoben. Die müssten ja theoretisch die besten sein. Wobei nach Typ. Dann sehe ich direkt die Stiefel nebeneinander. Dann kannst du vergleichen. Da. Magische Lederstiefel. 2 Initiative kann ich nicht nehmen. Schleichen. Ja, weil mein Tank auch unbedingt schleichen muss. Und Hände. Sehr schön. Hast du ansonsten jetzt noch Schuhe für mich? Geschnürte Schuppenstiefel. Na, ja, gib mal her. Vielleicht sind sie besser als Schuhe, mit denen ich nicht laufen kann. 14 Leben. Ja, gut, why not. So, wunderbar.
für das Item musst du erstmal so 3 Minuten lang überlegen, wer kriegt jetzt was, wer macht hier wie? Vergibt uns der Fisch. Kriegt alles fein seine neuen Heiltränke. Ich gratuliere. Nein. So. Und sie hat immerhin ihre 10% zusätzlichen Crit-Damage. Hi. Gasping on the sand, bleeding from the mouth and gills. It turns its dark and soulless eyes to you. Its bloody gills open in search of water, but find only air. Darf ich dich zurück ins Wasser ziehen? Über seine mystische Lage lachen und weggehen. It gasps in the air, struggling for the breath to speak. Its own blood froths at its mouth. No, die here. Monsters in the water. Monsters in the deep. Anmerken, dass er mit einem blutigen Zähnen im Meer kaum etwas zu fürchten haben soll. Fragen, ob du ihn von seinem Irren erlösen sollst. Hier. Monsters bigger. Fragen, ob du ihn von seinem Irren erlösen sollst. It looks at you with its cold, flat eyes, as if to say, do what you will. Then it turns away and gets back to drowning in the bloody sunshine. So, deine Aussage. Ins Wasser teleportieren oder... Also er hat ja scheinbar scheiße viel Angst vor dem, was da drin ist. Wirf ihn mal rein, mal sehen, ob sie ihn jetzt angreifen, wir sehen's. Also ich soll ihn teleportieren. Mal rein, ja. Ungültiges Ziel. Aber ich kann doch ins Wasser kann ich ihn auch nicht schieben. Ja, dann geht das nicht, ne? Dann erlösen wir ihn, würde ich sagen. Vor hier Ewigkeiten. Nein, doch nicht mit Donner! Also, du teleportierst noch. Ich habe ihn versucht zu teleportieren, geht nicht. Okay, also schieß mal einfach ab. Wait. Kann ich ihn mit Telekinese schieben? Ist ja eine Option. Nee. Dann kann man einfach nicht. Ja, okay, dann. Sorry, hi. Geht schneller für dich. Es tut mir leid. So schieße ich einfach ins scheiß Gesicht. Ich stehe vor ihm. So. Sorry, hi. Press F to pay respect, hi. Du wolltest hier sterben. Jetzt hast du es getan. Gesichtsdrucker. So. Ich hab Blut. Gut, mal sehen, wen er so gegessen hat. Your name is Joe. Mm. Oh, armer Joe. Press F to pay respect for Joe. Jagged vice closes on your thigh and pulls you down. Water fills your lungs. Blood billows. Was ergibt Sinn? Ja, armer Joe. Was macht sie? Where did she come from? Where did she go? Cotton Eye Joe. Hast du gesehen? Kixi ist da. Hi Kixi, willkommen im Stream. Hast du eben Joe noch sterben sehen? Rohes, rotes Fleisch. Kommt das? Ich glaube, das ist nichts Besonderes. Das ist, glaube ich. Das war nichts Besonderes, ja, okay. Genau, also. Und scharfe Zähne. Gut, sorry, hi. Wir haben das Beste für dich getan. Hoffen wir. Und ein Bein von Joe gefunden. Sorry, Gott, nein, Joe. Gut, Kisten. Hi. Leer. Wenn du noch mehr Haie findest, ich sehe nämlich gerne nach noch mehr. Beinen. Oder Armen. Was auch immer der nächste Hai so abgebissen haben könnte. Vergifter Fisch. Okay, was hat noch eigentlich stinkend? Grab das stinkt. Ah. Ja. Oh, warte. War noch nicht alles kaputt. Ich hab noch eine Idee. Warte. Du gehst hier raus. Ja, aber ich will noch einmal Explosionen! Kann ich jetzt auch. Ah, stimmt. Ein Phoenix-Sturzflug machen, genau. Immer noch toll, wie die Tanks jetzt einfach fliegen können. Mhm. Das why the fuck not. Noch mehr Loot. Ja, noch mehr stinkende Fische. Aber ganz ehrlich, wenn du durchs Wasser läufst, stinkst du nicht so lange. Na, Andreas, schmeckt's? Ja. Ja, haben will. Er will auch was haben. Ah, du willst auch was von meiner harten, dicken Brust. Vielleicht auch einfach von meinen langen, kaputten Beinen oder so. Was willst du haben? Wir haben mehr als genügend Fleisch im Angebot. Und Muscheln, wie es aussieht. Und Röhrlinge. Ja, mit Röhrlingen konnte man, genau, das Landläufig als Jägerfrühstück bezeichnet. Ah, man hätte auch hier rausbekommen können, dass man mehr Finesse dadurch bekommt, weil es als Jägerfrühstück das bezeichnet wird. Wer ist gerade gestorben? Das war eine Riesenmantis! Wollen wir hier wirklich sein? Kannst du mir kurz zur Hilfe kommen? Okay, es war tatsächlich auch einfach ein Zivilist. Okay, da hast du rechts 3 Gegner, die umgeboxt werden können. Unberechenbare leere Kreaturen sind wohl die besseren als die schmierigen. Die haben weniger Leben, werden also wahrscheinlich mehr Schaden machen. Ah, jetzt halt Growl. Das ist schön für dich. Die haben allerdings keinerlei Resistenzen, habe ich gehört.
Das ist ja jetzt schade für sie. Das heißt, ich gönne mir einen extra AP-Punkt, weil der schön ist. Und dann fliegen wir erstmal in sein Gesicht, weil ich Fernkämpfer bin. Warum hast du nicht den... Warte, wo ist jetzt meine Medusa? Ah, das kostet 2. Mhm. Ah, unlucky. Das ist jetzt ungünstig, nicht? Das ist sehr ungünstig. Dann stehe ich da jetzt erstmal und hau wieder ab mit taktischer Rückzug. Oh, warte mal, kann ich gesegnetes? Scheiße, ich kann nicht Quellenmagie holen. Dann taktischer Rückzug. Wir werden schon nicht so viel Schaden machen, I guess. Kannst du es nicht sehen? Weil Fane ist dann noch dran. Fane kann nochmal provozieren. Alles gut. Dann bleibe ich erstmal stehen. Schaden 42 bis 45. Oh, und der Quellen durchdrängt sich selbst. Das macht absolut Sinn. Oh, die werden mit Quellenmagie versteinert. Ach nein, warte, das war ich. Sorry, das war mein Medusa-Kopf. Was, der geht jetzt durch dich? Der Medusa, wenn jemand in meiner Nähe ist, wird er auch versteinert. Ah, okay. Zusätzlich kann ich Leute weiter entfernt versteinern. Ah. Weil ich bin eine Medusa und so. Wer mich ansieht, versteinert sich. Das sieht aber günstig aus. Ja, weiß nicht was, aber wird schon stimmen. So, und jetzt brennen die Typen noch. Hi. Ich weiß, das ist süßer Schaden für dich. Aber ich bin ja halt nur Tank. Und alle sind provoziert. Sie sind immun. Ah, okay. Wenn du versteinert bist, bist du übrigens immun gegen gereizt. Das ergibt Sinn. Warum reagiert diese Statue nicht auf mich? Ich kann sie nur. Ich habe sie die ganze Zeit angeschrien. Auch wenn du versteinert bist, kannst du übrigens auch nicht vergiftet werden. Mhm. Gut. Dann wissen wir das mal. Okay. Ah, und du hast wirklich da ein Groundo. Ja, die werden explodieren. Oh, der kommt zu mir. Er wird versteinert werden. Hi, er ist versteinert. Kann er jetzt einmal nur zu dir gelaufen, um versteinert zu werden? Ich sollte diesen Perk häufiger einsetzen. Medusa Kopf ist ja mal scheiße geil. Ich hab die ganze Zeit vergessen, dass er auch in der Nähe einfach versteinert wird. Hi, you're looking at me. Uff. Geil. Okay, ja, und du böllerst die halt einfach weg. Ich meine, kannst du bitte, wobei erstmal kommt, wir können Tote nicht weiter verbrennen, ne? Weil da ist noch ein toter Zivilist und den will ich gern essen. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, warum die Elfen dieser Welt als Menschenesser bekannt sind. Das macht für mich ja so gar keinen Sinn. Okay, kritisch vergiftet. Schön. Und kritisch explodiert. Okay, beide Half-Life. And you cast Fireball. Ah ne, brennt euch. Okay, ja, der erste verbrennt, du kannst den zweiten wegballern. Ja, hier warte ich gut zu. Was? Aha. Ich hab halt gerade nichts, was irgendwie groß kein Eisschaden ist. Ja gut, aber ich meine, wenn das Ding nach vorne läuft, das kriegt jetzt nochmal einfach nur, weil es brennt und vergiftet ist, nochmal 45 Schaden. Und jetzt... Ich bin nochmal dran. Never mind. Sie waren beide schon tot. Okay. Aber ganz ehrlich, leeren Erwachte können gar kein so starker Gegner sein. Wenn die keine Rüstung haben, naja, dann versteinere ich sie einfach alle und sie sterben halt. Wie komme ich jetzt zu dir rüber? Brauchst du Hilfe? Ich brauche keine Hilfe, das kriege ich schon. Denke ich. Weil es sind 4 Gegner. Lass mich mal meine neuen Fähigkeiten ausprobieren. Ich laufe einfach nicht zu dir. Ja, falls was brauchen, ist es okay ansonsten. Was ist hier geschehen? Du warst das selbst verdammt normal. You should know what happened. Und er ist echt erneut versteinert. Alter, ist das OP. Gegen Leute ohne Rüstung geschossen. Ja, okay. Naja, dann schieße ich dir halt mal ins Gesicht. Dankeschön. Oh stimmt, das hält mich ja inzwischen. Nice. Und hab ich meinen Tentakel mit drin? Ich habe meinen Tentakel nicht hier unten drin. Warte. Sie ist nicht mehr Kampf. Ja, weil das zu weit weg ist, sehe ich ein. Oh, ich habe keinen Platz für den Tentakel. Dammit. Da brauche ich unbedingt nochmal einen neuen Verstand, wenn ich weiter auflevele. Ist der wirklich komplett draußen? Egal, ich kann jetzt gerade nichts mehr lernen. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt auch jemanden zum Huhn machen.
Ja, oder ich schieße halt einfach. Ich meine, die können sich eh halt nicht mehr bewegen. Das heißt, da kann ich auch mal ein bisschen böllern. Sperrfeuer kostet 3, ne? Naja, okay, gut. Dann. Hi. So, der ist auch versteinert. Ist das Bullshit? Ich glaube, meine Gegner können mich nicht töten, wenn sie sich nicht mehr bewegen können. I've got a flying suspicion about this. Hm. Ja, jetzt wäre der Wirbelangriff tatsächlich ziemlich nice. Ja. Der Schlachtfeldstampfer sollte auch die beiden wenigstens treffen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich die umwerfen kann, wenn sie halt versteinert sind. Ich meine, eine Statue sollte man umwerfen können. Nee, kannst du nicht. So, er ist verbrennt und versteinert weiter. Kimmy, du sagst scheiße OP. Vor allem, wenn ich dann tatsächlich Doppelschwerter nehme, also Dolche, und mich hier den teleportiere, er versteinert ist, ich in Ruhe abstechen kann, während er stirbt. Machst einfach den Suicide Bomber. Hallo? Der hätte jetzt auch jemanden drauf teleportieren müssen. Der ist mal 46 Schaden gemacht oder so, der ist einfach mit dem drauffallen jemanden töten können, weil du so fett geworden bist. Oh, oh, das hätte ich nicht sagen sollen, oder? Au! Ich habe diesen Kampf mal beendet. Au! Oder stoß es auf live. Könntest du das nächste Mal nicht machen? Wir haben jetzt kompletten Kampf, ist keinen Schaden bekommen. Und dann kamst du und hast mich auf live gemacht. Und ich glaube, mein. Deswegen sollte man dir keine Macht geben. Geh zum Tod, sie will es nicht gehen, essen. Er hat nichts. Dammit, er hat kein Bein dabei. Okay. Apropos Feuerballcast. Ich brauchte mal in Dungeons & Dragons einen Wurf mit einem Wert von 17 oder höher für eine Genki-Dama und habe einfach eine 1 gewürfelt. Ich habe mich selbst getroffen. Uff. Big fucking uff. Oh, drüber Rubin. Ha, sehr cool. Ich gebe... Fuck, ich habe eine zu rare Festung gegeben. Ich kann auch von hier aus lagern? Oh mein Gott, ich werde jeden einzelnen dieser Messer und Gabel und Teller und Gabelzeug mitnehmen. Hochwertige Feueressenz. Alles klar, bisschen Gold. Gut, ich habe mal Fang ein bisschen kontaminiert. Kein einzelner meines Garbages wird mir entkommen.